Tja, Leute, hier bin ich wieder an einer anderen Stelle. Ihr seht, der Turm bei strahlendem Sonnenschein. Ja, herrlich. Wir haben es aber Winter, wir haben es kurz vor Weihnachten. Und was ich euch jetzt zeigen wollte, ihr könnt euch noch erinnern an diesen Weg. Da war er noch nicht geschottert, da war er noch in Bearbeitung. Man hat in einem anderen Video hier noch den MB-Truck von der Forstwirtschaft gesehen, rumfahren gesehen. Und was ich euch zeigen will, ist eigentlich, wie das Ganze hier schon fest ist. Hat er richtig gut gemacht, natürlich noch nicht fertig, aber erst einmal kann man erkennen, dass es ein Weg ist. Und wie das Ganze abgeflacht ist, denn Schönberg ist ja auf der Höhe, Freunde. Und wenn man vergleicht, wie der Waldweg eigentlich ist, oder wie der Wald in Wirklichkeit ist, da geht es schon so hoch. Und das Ganze ist ja abgeflacht worden, wegen den Leuten, wegen den Fußgängern, auch wegen den Rollstuhlfahrern, dass man hier bequem hochkommt. Der Turm hat ja eine Besonderheit. Es ist ja für jeden barrieregerecht gemacht. Also es kann jeder hier nutzen. Es gibt hier eigentlich nichts, wo man nichts nutzen kann. Denn es ist für jeden gedacht, für Kinderwegen, für Rollstuhlfahrer. Ja, eben für alles. Und jetzt laufen wir ein bisschen mal den Weg ab, damit ihr mal einen Einblick bekommt, wie das Ganze hier stattfinden soll, wo dann irgendwann nicht nur ich als Normalbesucher, nämlich ihr da draußen, egal wo er herkommt, aus Bayern, aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Münsterland, aus der Schweiz, aus Portugal, aus ja, Moskau oder was weiß ich wo. Es sind alle eingeladen ab Frühjahr 2021, das ist ja bald, und ich hoffe, dass der ganze Hokuspokus-Spuk mit der Maskenpflicht dann, was meiner Meinung nach, das sage ich jetzt euch, total übertrieben ist, weil wenn, dann müsste ich ja jetzt auch schon sterbenskrank sein. In diesem Sinne will ich euch jetzt aber noch ein bisschen den Weg zeigen. Ihr seht, hier liegen noch die restlichen Weihnachtsbäume. Ja. Nein, kleiner Scherz, Weihnachtsbäume sehen anders aus. Das sind noch die Arbeiten. Ich finde, der Weg ist breit genug. Da passen Kinderwegen, Rollstühle wunderbar vorbei. Es gibt hier kein Gequetsche, kein Gedränge, sondern der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern an dieser Stelle, wo ich noch im Dreck gestanden bin und ja, gesagt habe, das könnte ein Weg werden. Wir haben es nicht gewusst, ob es einer wird. Natürlich wird es einer, und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze ist. Ich bin ein bisschen ruhig und lasse jetzt mal den Kameramann sein und ja, genießt jetzt schon mal die Natur mit dem neuen Weg, und wir melden uns gleich wieder. Ja, Freunde, ihr merkt schon, ein Auf und Ab. Es geht runter, es geht hoch. Ha, da hinten sieht man es vielleicht nochmal. Und ja, dann nehme ich euch nächstes Mal mit, wo wir da rauskommen bei dem Weg. Ich weiß es selbst noch nicht. Aber das zeige ich euch dann nächste Woche, weil vom Turm brauche ich euch ja momentan nichts zeigen. Da gibt es ja nichts, außer wir sind dann mal beim Interview endlich mal da oben, wovon ich ausgehe, dass wir das Interview da oben machen dann. Allerdings halt nächstes Jahr erst im Januar. Aber Freunde,
ich zeige euch nächste Woche, kurz vor Weihnachten, wo wir da rauskommen. Das gibt eine schöne Bescherung, da bin ich gespannt. Und in diesem Sinne sage ich, bleibt dran am Kanal, empfehlt es mich weiter, lasst einen Daumen da. Grüße gehen raus an alle, bleibt gesund und munter. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Bis dahin, Servus, piep, 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 ich hab euch lieb und tschüss.